bin für die Stärkung von Menschenrechten und ökologischen Standards, aber ich bin dagegen, dass wir unsere Unternehmen mit bürokratischen Lasten so an ihrer wirtschaftlichen Aktivität hindern, dass sie kaum mehr für anständige Menschen vernünftig durchführbar ist. Aus drei Gründen werbe ich deshalb für die Ablehnung des Trilog-Ergebnisses zur europäischen Lieferkettenregulierung. Erstens, wir wissen, wir brauchen Wachstum, um wieder Optimismus in diesem Land zu bekommen. Die Unternehmen sagen übereinstimmend, dass wir schon heute zu viel Bürokratie haben. Deshalb müssen wir alte abbauen und sensibel sein, dass wir nicht unnötig neue aufbauen. Der Entwurf ist unnötig bürokratisch. Er ist eine viel größere bürokratische Belastung als schon das geltende deutsche Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und deshalb passt es nicht in die Zeit. Zweitens, wenn kleine und mittlere Unternehmen sich infolge dieser Regulierung aus internationalen Lieferketten zurückziehen, werden an ihre Stelle Unternehmen aus Ländern und Regionen treten, die eine weit geringere Sensibilität für Menschenrechte und Ökologie haben. Unterm Strich droht also auch Schaden für die eigentlichen Ziele dieser Regulierung. Und drittens muss man beachten, dass die geostrategische Situation ja so ist, dass wir gelernt haben, dass unsere Abhängigkeit von Lieferungen beispielsweise aus China so hoch ist, dass wenn chinesische Häfen schließen, wir in echte Probleme geraten. Deshalb müssen wir eigentlich Lieferbeziehungen diversifizieren. Wir brauchen mehr Lieferketten statt weniger. Und dabei, glaube ich, wird diese Lösung, die jetzt erkennbar mit heißer Nadel am Schluss gestrickt wurde, nicht hilfreich sein. Deshalb meine ich, es wäre besser, diesen Entwurf beiseite zu legen. Und die Alternative ist dann nicht nichts tun, sondern ich werbe für einen frischen Start nach der Wahl des Europäischen Parlaments mit einer frisch ernannten Kommission. Und dann gäbe es die Möglichkeit, einen bürokratieschonenden, schlanken Entwurf auf den Weg zu bringen. So wie das Trilog-Ergebnis jedenfalls ist, ist es unzumutbar für kleine und mittelständische Unternehmen. Herzlichen Dank.